Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Albina Dworzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und heute wollte ich mit euch eine kleine Seele aus dem Disney-Cartoon Säule zu zeichnen. Und das ist die Säle 22. Wer weiß, zurzeit dürfen viele Künstler nicht so frei arbeiten und meine Malschule bleibt auch zu. Deswegen habe ich meinen Kunden versprochen, dass ich jeden Tag ein kleines Video drehe, damit die Eltern mit Kindern das zu Hause zusammenzeichnen können und wir werden jeden Tag ein kleines Schritt weiterkommen. Heute reden wir über die wunderbare Technik Zeichnung mit Aquarellstiften und die Kinder, die zu mir kommen, zu meiner Malschule, wir haben das jetzt uns alle so ein Set eingeschafft, Aquarellstifte von Kohinoor. Die sind super toll, die sind super weich und mit denen kann man schöne Ereignisse erzielen. Und heute werden wir fünf Stifte für diese Zeichnung gebrauchen. Ja, schwarz, lila, dunkelblau, hellblau und türkis. Mit diesem Stift dann zeichnen wir diese Kreatur. Und für Zeichnen brauchen wir einen Bleistift, weil die Vorgeschrittenen, die können dann schon gleich mit dem Aquarellstift zeichnen, aber das Herausforderung: Aquarellstift können wir mit Pinsel rauswaschen, aber wir können das mit normaler Radiergummi nicht wegradieren. Deswegen besser, wenn wir anfangen, dass wir mit einfachen Bleistift zu zeichnen. Ja? Und so, wie fange ich an? Was muss ich zuerst machen? So, ich lege meine Zeichnung nach oben. Und zuerst ist das natürlich wichtig, die Komposition. Das ist so mein Blatt. Ja, und ihr macht zuerst zwei Striche oben und unten. Und unten lassen wir mehr Platz, weil so stimmt dann gleich die Komposition. Ich mache die Striche ein bisschen dicker. Ihr solltet das nicht zu dick machen, weil je stärker wir drücken, desto schwieriger wird es, das wegzuradieren. Deswegen leicht eindeuten. Und damit wir Eingang im Bild schaffen, brauchen wir unten ein bisschen mehr Platz. Und wie ihr seht, hier bei diesem Bild haben wir da auch kleine Spiegelung und oben ein bisschen weniger. Ja, so haben wir Eingang im Bild und so ist unser Bild nicht nach unten gerutscht. Das ist die Grundlage der Komposition. Darüber werde ich immer wieder erklären. Die Kinder, die zu mir kommen, sie wissen das schon. Zwei Striche, oben und unten. Oben weniger Platz, unten mehr Platz. Und jetzt teilen wir die Höhe von unserer Zeichnung in zwei Teilen. Ja? Das heißt, da unten kommt der Körper und oben kommt das Kopf. Und es ist so, Kopf ist das ein großes Oval. Ja? Und das zuerst zeichnet er bitte ein Oval. So. Und dann unten machen wir sozusagen, das ist erstmal so wie kleiner Hals, machen wir so ein bisschen zwei Striche. Ja. Und dann geht die Linie so, dass sie sich nach unten, so dass es so wie kleiner Bauch entsteht. Das ist das hier schmaler und unten ein bisschen breiter wird. Ja, dann ziehen wir so den Strich. Das wird unten ein bisschen breiter bis zu unserer Linie, die Ecken abrunden und dann weiter die Linie ziehen, Ecken abrunden und nach oben ziehen. So, sieht so ein bisschen so wie ein Pilz aus, ja? Und dann könnte man dann weitermachen, ja? Wie gesagt, oval und hier zwei Striche und dann. Das ist so wie ein Ei, könnte man sagen. Ja? Und damit es hier auch nicht so weiter flach bleibt, dann können wir das auch hier ein bisschen runter machen und dann diese Hilfslinie schon wegradieren. So, dann gehen wir weiter. Das Kopf von dieser Säle 22, die ist so, dass das unten, das ist nicht so nur einfache Oval, das ist unten ein bisschen breiter. Und dann machen wir hier von diesem Strich, gehen wir zur Seite und machen hier den Strich ein bisschen breiter. Wir gehen von unserer Ovallinie praktisch ein bisschen nach außen. Und hier oben machen wir das so ein bisschen schmaler. Ja? Das ist praktisch aus Oval wird
eine bisschen andere Form gehen. Das ist jetzt wirklich wie Pilz. Hier ein bisschen dicker und oben ein bisschen schmaler. Ja. Und wie gesagt, wenn Sie mit Kindern zusammenzeichnen, da lassen Sie die Kinder Freiheit, dass sie das so machen, wie sie können, weil der Übung macht der Meister. Und ich habe mir gedacht, wir machen aus diesem wunderbaren Karton noch zwei weitere Zeichnungen. Die Seele von einem Pianist mit dem Hut und Brillen, das sieht einfach cool aus. Und dann ein schöner Charakter, das ist Porträt von einer Katze. So, und heute, wie gesagt, machen wir diese kleine Seele. Und so haben wir schon ein großes Kopf, kleineren Körper. Wir fangen immer von groß zu klein und dann gehen wir ins Detail, damit unsere Seele schon sich auf den Welt umarmen kann. Dann zeichnen wir die Hände. Die Hände sind offen, ja, links und rechts. Und so machen wir zwei Striche nach links und nach rechts, ja. Und dann geben wir ein bisschen Dicke für die Hände, ja, dass das nicht nur so ein Strich bleibt, sondern wir machen noch einen Strich unten links, unten rechts. Und dann, wir haben fünf Finger, ja, aber diese Seele in diesem Karton hat nur vier, aber so ein großes sozusagen und drei kleine, und genau das machen wir auch. Eins, zwei, drei, vier und nach oben und auf andere Seite auch so. Eins, zwei, drei, vier und die Stelle verbinden. So sind die Hände schon nach außen gestreckt. Und jetzt machen wir die süßen Augen. Das sind zwei Kreise, die in die Mitte von unserem Kopf liegen sozusagen. Und dafür machen wir in die Mitte, wir teilen hier den Kopf so. Ich mache das ganz leicht, weil bei Hilfslinien sollten wir nicht zu stark drücken. Ja, wir machen so eine Linie und dann eine Linie geht so, ja, von links nach rechts. Und die andere geht in die Mitte von Gesicht, aber so ein bisschen gedreht so. Ja. Schauen Sie mal, dann ist das optisch, dass das Kopf schon so ein bisschen gedreht. Und dann hier in dieser Mitte, dann da links und rechts, machen wir zwei Kreise. Und ein Drittel von Kreis geht über diese Linie nach oben, links und rechts. So haben wir zwei Augen. Und ich weiß, wenn die kleinen Kinder bei mir sind, da ist die Herausforderung, die Kinder fragen immer um die Hilfe, ob man die zweite Auge zeichnet, weil ab und zu können sie nicht zwei gleiche Kreise machen. Wenn ihr Kind die Bedürfnis hat, dann helfen sie bitte. Ja, aber sonst, wie gesagt, das weiß ich, dass das, was kommt, was die Kinder ab und zu ja, ärgerlich finden, wenn sie zwei gleiche Kreise nicht finden. So, und dann geht es weiter, dass wir einfach da, wo dieser Strich ist, dann machen wir weiter dieses Strich ein bisschen aktiver. Da sind unsere Lidschatten links und rechts. Und jetzt können wir unsere Hilfslinien wegradieren. So. Die haben uns geholfen, die Augen in die richtige Stelle zu bringen. Ja? Ich versuche das so ein bisschen langsam zu machen, damit ihr das wirklich mit mir zeichnen kann. Sonst, wie gesagt, das ist eine Aufzeichnung und Sie können immer auf die Pause stellen. Ja? Und damit unsere Seele sehen kann, zeichnen wir die Augen. Da sind zwei Halbkreise. Links und rechts, ja, und unsere Augen bestehen aus Iris und Pupille, und die Kinder können in den Spiegel kommen oder schauen oder in die Augen von Eltern und sie sehen, dass der mittlere Kreis, der ist schwarz, das ist unsere Pupille und die ist schwarz, und damit die Augen leuchten, machen wir auch kleine Lichtblicke da rein. Das sind so kleine Quader sozusagen. Und ich weiß das ganz genau, die Kinder mögen an dieser Stelle gleich, und ich liebe das auch,
die Kinder gleich, die Augen gleich einmalen, damit unsere Seele, unsere Zeichnung schon lebendig wird. Und so nehmen wir jetzt schwarzen Aquarellstift und wir machen, dass wir umranden dieses Kreis, diese Pupille, so, und diesen Lichtblick. Und wir bemalen das alles schon mit Schwarz. Sollte alles drin bleiben. So ist die Pupille mit Lichtblick schon fertig. Das gleiche machen wir bei der anderen Auge. So. Und ich sage immer während meines Unterrichts langsam und schön, Kinder, wir haben Zeit, die ganze Zeit der Welt, und wir können uns wirklich ein bisschen Mühe geben, damit unsere Striche richtig in eine Richtung gehen und unsere Seele in diesem Fall sehr schön aussieht. Dann nehmen wir lilanen Stift und wir machen diesen Strich mit Lila. Hoppala, das war bei mir zu stark eingespitzt. So. Und die andere Seite auch. Zack, zack. Und können wir das hier auch schon mit Lila. Ich kann das bisschen Bleistift wegradieren. Ja, und dann, das ist dann eher für größere Kinder, weil wie gesagt, je größer die Kinder sind, desto mehr gehen sie ins Detail. So, und unten werden wir das auch mit Lila einfach einen Strich ziehen, damit die Augen schon so ein bisschen Form kriegen. Die sind schon an die richtige Stelle. Jetzt haben sie die Form gekriegt. Und jetzt nehmen wir unsere hellblaue Stift und wir bemalen diese Seite von Auge. Wir umranden das. Ja? Und diese Seite von Auge, wir fangen mit hellblau an. Dann nehmen wir dunkelblau. Machen wir dunkelblau, so geht es von hell ins Dunkel. So, und dann nehmen wir lila und so schaffen wir einen Farbübergang von hell zu dunkel. Und so werden unsere Augen schon lebendig auf der Welt gucken. Und jetzt betonen wir noch diese Seite mit dunkelblau. So, ja. Und genau das Gleiche machen wir auf die andere Seite. Immer in Aquarell gibt es diese Regel, umranden, damit das nicht aus den Linien rauskommt. So, hier setzen wir die Lichter und in Aquarell ist das immer von hell zu dunkel. Der hellste Stift von diesen drei Stiften ist hellblau, deswegen wir gehen hellblau, dunkelblau, lila. Und ich würde dann auch, denke ich mir, für die neuen Kinder, die dazukommen, dann auch eine Zeichnung machen. Weil jedes Kind, wenn er zu mir zur Malschule kommt, der malt bei mir immer einen Regenbogen. Das ist, in Regenbogen haben wir die ganze Farblehre und genau das würde ich euch auch zeigen. Gleich machen wir ein Einhorn mit Regenbogenfarben. Und hier habe ich einen Regenbogen gedacht. Das ist das, die kalten Farben in Regenbogen. Das ist hellblau, dunkelblau und lila. So, jetzt sind die Augen fertig und wir gehen weiter. Wir nehmen unsere Bleistift und wir wollen natürlich, dass unsere Seele sehr schön lächelt. Und so machen wir eine schöne Lächeln von links nach rechts. Und sie hat sogar da im Karton so ein paar Zähne, so ist das schon ganz schön und fröhlich. Ja, und dann noch Augenbrauen, damit, weil die Augenbrauen machen Gesichtsausdruck auch interessanter. Und so zeichnen wir erstmal auch nur so Bogen. Wir machen hier einen Bogen nach unten. Und hier machen wir, das ist hier so wie Halbkreis. Und hier machen wir einen Bogen in andere Richtung. Wir machen das so. Ja, und so ist ein Bogen so und andere so. Ich hoffe, dass es bei euch auch genauso klappt.
Und dann machen wir diese Seite ein bisschen, runden wir das so ein bisschen ab, die Seite, die zur Mitte kommt. Und dann hier von dieser Abrundung gehen wir zu diesem Punkt und das wird immer schmaler und schmaler. Ja? Und bei anderer Seite genauso hier zum Gesicht abrunden und dann zu der Seite immer nach unten führen und schmaler werden. Und so ist praktisch unsere Zeichnung fertig. Wir brauchen, was ich vergessen habe, wir brauchen auch noch einen orangenen Stift für die hier hat man so ein bisschen orangene Stellen an den Wangen. Und das machen wir. Wir nehmen Orange und bitte, bitte, bitte nicht zu stark drücken. Wir machen hier halt zwei Ovale und einfach leicht den Ton angeben und nicht zu stark drücken, weil wir brauchen nur ein bisschen eindeuten, dass da so ganz leicht Licht kommt. Und das machen wir links und rechts. Diese Lichter eingeben an beiden Seiten. So, links und rechts. Zack. Und jetzt nehmen wir der Hauptfarbe, das ist diese Selle 22, hat dieses Türkiston. Und wir bemalen das von oben nach unten mit diesem Türkiston. Auch so, erstmal so umranden und dann, wenn wir Stift nicht so halten, sondern so ein bisschen flach liegen, können wir das besser das Ganze anmalen, die Augenbrauen freilassen und dann so mit Stift flach liegen, weiter das anmalen und dann wieder so ein bisschen umranden. Ja? Man kann die ganze, den ganzen Kopf umranden. Zack. So, und dann hier kommt die Schatten an diese Seite, dann können wir hier ein bisschen fester drücken, so ein bisschen drücken und dann loslassen. Und so wird das angemalt. Und hier wieder ein bisschen fester drücken und dann loslassen. Und so kriegen wir schon ganz schöne Schattierungen. Und die Striche sollten die Form wiedergeben. Deswegen, liebe Kinder, versucht da bitte, das so zu machen, dass alle Striche in anderen Richtung gehen. Und ich kann euch sagen, dass es auch, wenn die Erwachsenen das probieren, so eine Selle 22 zu zeichnen, das macht auch unglaublich viel Spaß, weil die ist irgendwie süß. Und wenn sie dieses Karton gesehen haben, dann werden sie mich verstehen. Weil, naja, sie wollte nicht auf die Erde, weil sie keinen Sinn gefunden hat. Und dann am Ende hat sie das doch gefunden. Und das war wirklich eine wunderbare, fantastische Geschichte, wie viele, viele Geschichten von Disney. Und das empfehle ich euch anzugucken. Das ist, wie gesagt, die neueste Karton. Und der hat mich wirklich, wirklich, wirklich tiefst berührt. Die Zähne bleiben weiß, die Augen bleiben auch erstmal rumherum weiß. Ja, und diese Seite, wie gesagt, eine Seite Licht. Ich mache auch, wenn wir Unterricht haben mit Kindern, ich sage, Licht kommt von da. Dann sieht man auch an die Lichtblicken von Augen und auf andere Seite kommen die Schatten. Und die Schatten sind so ein bisschen dunkler. Dann machen wir diese Seite ein wenig dunkler und die andere Seite lassen wir so hell. Und dann gehen wir mit diesem Stift weiter und genauso, wir können das die Linie erstmal umranden und dann alles schön einmalen, alle Striche in eine Richtung. Man kann erstmal so oben einmalen und hier dunkel, diese Seite ist dunkler. Dann je weiter wir zu dieser Seite kommen, desto heller es wird. So arbeiten wir mit Licht und Schatten. Und wie gesagt, Bleistift flach liegen. So. Und dann hier, so ein bisschen, das ist hier Halbkreis, dann machen wir hier die Striche so rund.
Und wie gesagt, wir bemalen nicht mit Spitze von Bleistift, weil schauen Sie mal, wenn wir das mit Spitze machen, dann ist das ist auch möglich, aber dann werden die Striche nicht so glatt. Und wenn wir Bleistift so ein bisschen legen, dann können wir das richtig schön machen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und Licht und Schatten nicht vergessen. Wie gesagt, hier ist heller, da ist dunkler. Und das werden wir auch nochmal betonen. Und jetzt die Händchen anmalen, nicht vergessen. So. Alle Striche auch in gleichen Richtung. So. Und hier auch von oben kommt Licht, das heißt unten ein bisschen dunkler. Überall der gleiche Spielchen, oben kommt Licht, unten ein bisschen dunkler. Und hier unten mache ich auch ein bisschen dunkler. Und was wir auch gleich mit diesem Stift machen können, das ist die Schatten von der Seele. Das ist hier so ein kleines Halbkreis. Und dieses Halbkreis können wir auch gleich mit Grün, mit diesem Türkisgrün betonen. Ja? Wir können die Striche so legen, von dieser Seite erstmal, zack, und dann von dieser auch. So entsteht so ein bisschen Überkreuzung, das ist schon so, wie gesagt, ich mache das, ich rede immer mit Kindern bei dem Unterricht mit Erwachsenensprache, weil das ist das Wichtigste, ja, die Kinder ab und zu verstehen viel mehr als wir und ich habe schon 11 Jahre Erfahrung und ab und zu reden wir mit Kindern zu kindisch und das ist eigentlich, na, brauchen sie nicht immer. Das ist die Kinder, die zu meiner Malschule kommen, sie wissen schon, das können sie selber fragen. Arbeiten wir heute mit kalten Farben oder mit warmen Farben? Und das werden sie alles sofort beantworten. Und liebe Eltern, sie können richtig stolz auf eure Kinder sein. Sie sind richtig super begabt und super talentiert. Und ich freue mich sehr, sehr, dass ich solche Kinder in meine Malschule begleiten kann, denen was bringen kann und das gibt mir auch sehr viel Energie. Und weiter, meine liebe Kinder, dann nehmen wir Blau, das Hellblau und wir gehen nur auf unsere Schatten mit diesem Hellblau. So, schauen Sie mal, nur am Rand und dann wieder Stift flach legen und ein bisschen rein in die Form ziehen. Zack. Und weiter. Noch ein bisschen. Zack. Und weiter. Und so wird das schon richtig schön ineinander fließen. So. Und im Körper brauchen wir das natürlich auch. Ein Strich und ein bisschen umranden, betonen, flach legen und der blaue Farbe reinzubringen, damit die Schatten kommen oder damit unsere Zeichnung ein bisschen dreidimensionaler wird, so ein bisschen runder. Ja, so sehen wir, dass die Zeichnung langsam wirklich runder wird und süßer und interessanter. Und natürlich auch den Händchen, Händen unten auch ein bisschen blau, damit die Schatten auch überall sind. So. Jetzt nehmen wir, ich habe am Anfang gesagt, wir gehen von hellsten zu dunkleren. Das ist unsere dunkelste Blau. Wir nehmen jetzt dunkelblau und wir machen mit dunkelblau auch ein bisschen Schatten rein. Nicht zu viel. So, und hier machen wir das auch. Und so haben wir genug Schatten, weil die Seele sollte auch noch so ein bisschen grün transparent bleiben. Und jetzt machen wir mit unseren lilanen Stift zeichnen wir die Augenbrauen. Wir umarmen, so umranden sie und dann machen wir leichte Ton rein und auf andere Seite auch so. So. Und bei Lidschatten machen wir Folgendes. Wir nehmen zuerst unsere Hellblau. Und wir machen die Striche so horizontal ziehen. Hier ist der Licht und das ist so ein bisschen leicht, ohne Druck. Und wenn wir ein bisschen zur Seite gehen, machen wir ein bisschen, drucken wir ein bisschen fester. Und wie gesagt, wir haben richtig schöne Aquarellstifte, sie haben richtig Kraft. Wir können von so hell
bis so dunkel machen. Wenn wir ein bisschen stärker drücken, wird das auch schon ein bisschen dunkler. Und so sind unsere Lidschatten fertig. Und auf andere Seite machen wir auch so. Erstmal gar nicht drücken und dann ein bisschen fester drücken. Hier ist Licht, ist hell. Dann zur Seite wird es ein bisschen dunkler. Und hier wird es noch ein bisschen dunkler. Zack, zack, zack. So. Und jetzt nehmen wir unsere blaue, dunkelblau Stift und machen nur hier an die Seite ein bisschen blau Schattierung und hier auch. Und dann mit blauem Stift machen wir hier den Strich nochmal, betonen wir das noch mehr. Und so seht ihr, das ist wirklich unsere Seele 22 fängt an zu strahlen und sie guckt auf uns mit so schönen Augen. Und da fällt jetzt nur der Mund. Das machen wir wieder mit hellblau, dieses Strich betonen. Hier so zwei kleine Striche. Und jetzt hier in die Ecke, wir umranden auch die Zähne. Und hier in die Ecke geben wir auch ein bisschen blau. In die Ecke ein bisschen drücken, nach außen ein bisschen frei. Hier auch. Und so ist unsere Zeichnung fertig. Ich freue mich auf eure Zeichnungen. Und wenn ihr Fragen habt, dann bitte schreiben. Und wir arbeiten, wie gesagt, mit Aquarellstiften. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mit Wasser dann danach auch ein bisschen ineinander fließen lassen. Ich lasse es so. Und wie gesagt, morgen zeichnen wir noch einen Personage aus diesem wunderbaren Kartonsäule. Das wird die Seele von diesen Hauptpersonen. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf eure Zeichnungen. Und wie gesagt, wenn es euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mich abonniert und weiterempfehlt. Liebe Grüße und bleiben Sie gesund, eure Dara. Auf Wiedersehen.